Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet. Ich habe einen zweiten Kanal, der heißt Living Wheelchair. Diesen werde ich jedoch schließen, da ich hier mehr Abonnenten habe. Ich möchte euch ab sofort einmal in der Woche einen Blog liefern, wo ich über alles Mögliche rede. Ja, ich habe jetzt auch noch einen anderen Kanal, da geht es ums E-Dampfen. Also wenn das interessiert, bitte abonnieren. Der heißt Dampf for Women. Genau, Dampf for 4. Dampf 4. Leertaste Woman. Ich bin ein bisschen vergesslich. Ja. Ich war jetzt seit Dezember 4-mal im Krankenhaus. Ich werde langsam blind. Ich habe einen Bartakart bekommen. Und der funktioniert nicht richtig. Was ein Bartakart ist, wenn ihr das wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare oder googelt es, aber ich kann es euch erklären. Ich mache hier jetzt meine Videos auf diesem Kanal, weil der besser besucht ist und ja, ich mache jetzt auch eine Monetarisierung auf beide Kanäle, damit ich ein bisschen Geld verdiene. Aber dafür werden die Abonnenten noch nicht reichen. Mich würde freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr wissen wollt. Wenn ihr Fragen habt oder sonst was. Bei uns liegen momentan alle krank im Bett. Also von 8 Personen sind 6 krank. Uns hat die Grippewelle voll erwischt. Ich war jetzt eine Woche im Krankenhaus mit irgendeiner Cortisontherapie. Das hat mein Immunsystem so runtergefahren, dass ich mir gleich mal eine Lungenentzündung angefangen habe. Ich huste noch ein bisschen, aber es geht schon. Jo. Das war's dann eigentlich, was ich euch heute erzählen wollte. Würde mich freuen, wenn ihr den Dampfforum abonniert. Und wenn ihr vielleicht meine Videos hier auch guckt. Ich war am 26. wieder tätowieren und werde schauen, dass ich das mitfilmen kann. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao.